Servus, grüß euch, servus. Dankeschön, dass ihr eingeschalten habt. Habt ihr einen kurzen Bauch, habt ihr einen gescheiten Hunger? Ja, da gibt's was Gutes zu fressen halt bei uns bei. Der Koch schon mit Alex und Andi. Ja, servus, Alex, grüß dich. Mei, Andi, servus. Servus, was hast denn du heute? Ciao, Andi. Ich mach's Auge. Ich hab für die Zuschauer schon mal das vorbereitet. Heute gibt's ein Backen. Wie das riecht. Heute gibt's ein Backen gefüllt mit Ei. Und Apfel serviert auf einem Moosbett. Schauen Sie das an. Schauen Sie das ganz genau an, meine Zuschauer. Da ist das. Dazu muss ich zeigen. Schaut. Nein, dann nehmen wir was anfangs. Der Bauernspruch des Tages auf Tirol. Der Bauernspruch. Schau. Der Bauer macht der Bäuerlein. Es muss nicht unbedingt mit der Bäuerlein. Der Bäuerlein, oh mein. Der ist noch nicht integriert, gell? Der ist noch nicht integriert. So, mein. Jetzt aber, pass auf, was ich da habe. Fantastisch. Hobby, ein Mosel, schau, wie fein das ist. Da möchte ich ein, die schau, ein Mosel. Und dann, schau, das ist das Apfelpüree. Das, und was ich noch einmal aber mache, das ist das Apfel. Schau dir das an, meine Damen und Herren. Kannst du für alles hernehmen. Aber es gibt das Apfelmoos-Püree. So, fantastisch. Dann ist es, Moment, da habe ich schon vorbereitet. Moos. Da tust du das Moos rein, frisches Moos, und dann tust du das Apfelmoos rein, und dann hast du das, da rührst du das, und du hast da schon ein wunderbares Apfelmoos-Püree. Ist das der Wahnsinn? Schauen Sie das an. Das ist der Wahnsinn. Augen, Wahnsinn. So, was, na, hast du denn den Witz des Tages von dir? Ja, das ist der Witz des Tages. Ich hab den Witz des Tages. Pass auf, meine Damen und Herren. Pass auf. Was hörst du, wenn ein Döner ans Ohrscheibe hält? Ja. Das schweigt alles! Ja, gib mir Pfeife! Das ist ja Wahnsinn! Das schweigt alles! Für unsere Zuschauer, weil den Witz, den verstehst du ja gar nicht, das ist nur was für Intelligente. Was heißt Geigenkoffer auf Spanisch? Das weiß ich nicht. Fidel Castro! Schatz, ich hab ganz was Feines. Wir füllen hier das Ei, ja, das schieben wir ganz schön vor. Ja, alles ein, da was gehört, alles ein. Schau, liebe Zuschauer. Okay, das schieben wir so rein. Passen Sie auf, dann hält man das ganz fein und dann nimmt man die Apfelstücke. Ja, aber die Apfelstücke? Vorher in kleine Stücke schneiden, ganz wichtig. Ein ganzer Apfel passt da nicht rein. Ja, aber schau für unsere Zuschauer. Ja. Immer mal einen Apfel her. Schau, mal. Andi hat da irgendwie eine ganz spezielle. Da nimmst du den Apfel, da nimmst du das Gerät an und schau her. Und da tust du das eine, und da hast du schon eine Suppe mit Apfel, und da tust du das Moos rein. Fantastisch. Moos rein, da. Das kannst du dekorieren, da kannst du alles rein tun, was willst. Da kannst du alles rein. Das ist fantastisch, Andi. So, wenn es Mehl braucht, dann tust du ein bisschen Mehl rein. So, das ist ein Wahnsinn. Ah! Dankeschön, dass ihr einschalten habt. Danke dir, dass du wieder da warst. Bis zum nächsten Mal, was heißt frisch gekocht und gebacken mit Alex und Andi. Servus, Bier. Fantastisch.